Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Newstar Manager, hier bei Heisenberg Zockt. So, der Sponsor möchte was von uns, wir gehen mal gucken. Die Kollegen vom Ärmeldienst sind weg. Okay, da kriegen wir 9. Hoffe ich zumindest mal. 110.000, der hätte gar 140.000. Ein bisschen weniger Siegbonus, also hätte er die Hälfte. Dafür wieder einen höheren Torbonus. Der hier fällt gleich mal ganz weg, der bezahlt nichts und den mag keiner. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Zack. Partyboni, okay. Also ja, Crispin Pop heißen sie. Partyboni ist, was wir hier unten bekommen. Gut, wir fahren fort. Da gibt's die Kohle, dann haben wir, ja, 2,8. Ja, wir könnten noch mal, ach, guck mal an, die Fans freuen sich. Dann könnten wir doch tatsächlich noch mal schnell gucken gehen. Bei der Transferliste. 2,8 haben wir. Wir bräuchten eigentlich noch mal Verstärkung im Sturm. Haben wir gesagt, wir schauen mal, zentral. 2,8, da hat sich halt, Moment, lass mal den nochmal hier einstellen. 2,8, ich glaube, da hat sich halt tatsächlich nicht viel getan. Also der hier wäre der erste, den wir haben könnten. 26, Potenzial, okay, 73. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt viel Geld, das ist das Problem. Und wenn wir irgendwie einen Schwächeren kaufen, nee, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich würde sagen, wir versuchen es mit dem, was wir haben. Das Problem ist aber, wir können nachher natürlich nicht mehr auf die Transferliste gehen. Beziehungsweise die ist dann erst Ende der Saison wieder fällig. Und wir haben Champions League dazwischen. Und wir haben gerade mal 2 Stürmer. Ja, wir kaufen den einen Stürmer. Also wenn die Champions League kommt, wir müssen investieren. Sturm zentral wollte ich. So, nochmal den Preis. Und dann schauen wir nochmal den wir hier hatten. 2,8 Millionen, das wäre der hier. 83 hat der, okay, der hat, also als Potenzial meine ich. 73, die werden hier schwächer. Okay, ich würde sagen, wir kaufen S. McGee von Wolfsburg. 26, 73 hier. Ist ja auch schon 2 vor Gold, das darf man auch nicht vergessen. 83 Dinge, 14, 14, 15, das ist alles okay, keine Eigenschaften. Wir hätten den Mann gerne, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Come on, die 5. Oh, Glück gehabt. Das ist reiner Dusel natürlich. Wenn jetzt die 11 kommt, dann heul ich. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wow, Schwein gehabt. Dann konnten wir es hier doch auf 2,0 runterhandeln. Dann bleibt uns hier nämlich noch ein bisschen Geld. Bitte sofort wechseln. Dankeschön. Haben wir für dich vielleicht sogar noch ein Kärtchen? Dann lasse mich doch schnell mal gucken. Hier machen wir zu. Kärtchen. Wir hatten doch noch mal was bekommen. Da, die Technik. Können wir die eventuell dir geben? Du rutscht ja eh gerade rein. Schon wieder ein Angebot. Gucken wir uns natürlich gleich an. Oh, gegen Dortmund. Oh, Spitzenkampf. Jetzt wird's hektisch. Halt, ich wollte Technik. Jawohl, die geben wir gerne dir. Dann machst du hier aber nochmal ein Päuschen. So, dann wechselt das nämlich. Wir wechseln das hier auch wieder. Halt, einfach in die Mitte ziehen. Na, jetzt hat's geklappt. Gut, jetzt müssen wir hier unten nochmal schnell gucken, dass wir hier die Ambivalenten haben. Wo sind sie denn? Spielen die alle? 3 Stück spielen. Okay, haben wir hier nicht rechts noch einen stärkeren? Doch, warum stellt er den nicht den Hechler auf? Weil der Hechler keine Erfahrung hat. Das ist ganz klar, der ist zu jung. Ja, und der hat schon großen Fehler verursacht. Das lassen wir mal. Mittelfeld, zentral und links. Da brauchen wir den Rottmanner. Und zwar für ihn hier. Und im Sturm vorn. Er überlegt sich eigentlich weiter zu überlegen. Da haben wir nur die... Warum haben wir denn nur die 4? Ach, weil natürlich Gegi jetzt auch noch aufgehört hat. Okay, das heißt, wir haben nur noch Winter aus der alten Garde. Und wir haben 3, die ja doch relativ gut sind. Bei ihm müssen wir mal gucken, bei McGee, ob er auch Tore schießt. Und vielleicht bringen wir den sogar zur Pause schon. Dann bräuchte er einfach noch ein Kärtchen. Ich würde das mal so angehen. Okay, hier haben wir ein bisschen, ja, ein Loch, würde ich sagen. Wir könnten natürlich ihn hier wechseln und dann gucken, ob wir links eine Alternative haben. Knopp. 57. Der wäre ein bisschen besser. Machen wir das doch so. Wo ist mein Herr Knopp? Ja, der ist rechts und zentral.
So, 57 ist eine kleine Verbesserung, oder? Jetzt hat im Prinzip die schlechte Seite einfach ein bisschen gewechselt. Aber okay, gut, gegen Dortmund. Ne, Blödsinn, erstmal das Angebot. Vitas für 74.000. Nein, schon wieder unser Neuprofi. Nö, der ist unverkäuflich. Der wird geskillt. Gut, einen Tipp haben wir noch. Du kannst Karten für Energie und Kabinansprache vor dem Anstoß nutzen, um Spielern vor dem Spiel einen zusätzlichen Schub zu geben. Ja, das wissen wir schon. Machen wir aber nicht, weil wir sind eigentlich ja gut unterwegs. Auch wenn jetzt hier wieder steht, die Spielenergie könnte besser sein. Ja, mein Gott, die sind alle grün. Also alle auf Maximum ist schwierig. Die spielen ja immer wieder, die Jungs. So, gegen Dortmund. Oh lala, gut. Wir fangen das mal an. Auswärts. Und jetzt wird es interessant. Mal gucken. Ein Unentschieden wäre eigentlich schon okay. Ein Sieg wäre natürlich noch schöner. Dann distanzieren wir die nämlich dann doch relativ deutlich. Ich habe aber tatsächlich schon wieder das Gefühl, dass sich diese Dortmunder schon wieder schneller bewegen als noch der letzte Gegner. Ich weiß nie, ist das irgendwie Einbildung? Oder ist dem tatsächlich so? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist halt, je stärker, desto schneller. Ja, das sieht doch nett aus. Zack. Und einmal versenkt. Sauber, wer war's? Gleich mal gucken. Es war der Elsner. Ja, nochmal Mann mit Tor gehen. Ganz klar. So, ich werde jetzt hier, glaube ich, mit der Energie gar nicht groß haushalten, sondern das Spiel. Also, wir führen eher mal 4-0, was ich nicht annehme. Das Spiel müssen wir einfach möglichst gut nach Hause bringen, damit wir hier wirklich für die Zukunft arbeiten. Ja, das war nicht so schlecht. Und jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen in den Lauf rein. Ah, schade, das war ein fremder Kopf. Das war so nicht geplant. Oh, und jetzt wird hier geschubst und gemacht, getan. Dann müssen wir halt den Neuversuch nehmen. Ist ja auch egal. Wie mal zurück. Und laufen mal ein bisschen. Wir gehen ganz hinten rum. So, weil wir hier den Platz haben. Schöner öffnender Pass in die Mitte. Ach, wie man hier dauernd verfolgt wird. Es ist ja schon ein Kreuz. Lass uns in Ruhe. Nochmal nach hinten. Uiuiui, das war knapp. So, nochmal ein bisschen rein. Gleich nochmal eine Flanke in die Mitte. Ist ein bisschen weit weg. Das wird so nicht funktionieren. Ich kann es ja mal testen, aber das wird kaum klappen. Also entweder geht am Tor vorbei oder der Torwart wird den haben. Ja, buh, okay. Einwurf. Das war gar nichts. Naja. Oh, das war... Nee, das war keiner von uns. Da hätte ich aber noch gerne einen Freistoß. Wenn es schon eine gelbe Karte gibt, muss es ja auch einen Freistoß geben. Pause, 1-0. Okay, alles in, wie sagt man, guten Tüchern, sozusagen. Sollen wir wechseln? Ich würde jetzt nicht eine... Wie viele Karten haben wir? Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde die Karten sparen, also die Dosen. Und hier vielleicht Hulbert raus. So, damit der nochmal ein bisschen Schonung erfährt, weil der ist immer im gelben Bereich. Den kriegen wir nie mehr ganz grün, wenn wir so weitermachen. Und der Rest soll einfach mal weiterspielen, weil... Ja, es ist noch nichts gewonnen. Definitiv nicht. So, Minute 50. Minute 60. Und es passiert nicht viel. Scheint ausgeglichen zu sein. Ah, nö, come on. Oh. Ah. Okay, jetzt haben wir den Ball wieder. Ich fange bei dem Spiel teilweise fast an zu siegen. Es ist ja schon grauselig. Kann ich schießen? Ich würde gerne... Nee, das bringt nichts. Wir machen das sicher. Wenn wir jetzt das 2-0 machen, ist das Spiel nämlich gewonnen. Und wir haben enorm Vorsprung dann. In der Tabelle auf Platz 2. Also, ja, na, wahrscheinlich wechseln sie natürlich mit dem Bayern dann den Platz. Komm, den hast du. Sehr gut. Aber wir haben dann zumindest auf Dortmund einen immensen Vorsprung. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ah! Einfach den Fuß dazwischen halten. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, ein bisschen wehren, ein bisschen verteidigen. Oh. Gut, okay, das ist wieder... Ah, puh, okay. 1-0 ist 1-0. Das sind 3 Punkte. Und es sind 6 Punkte, die wir gegenüber Dortmund sozusagen gut gemacht haben, wenn die gewonnen hätten. Tja, wir hatten überwiegend Ballbesitz. Elsner ist, ja, der ist schon länger in großartiger Form. Oh, das haben wir auch erreicht. Okay, dann haben wir die Ziele eigentlich auch schon wieder alle erreicht.
Was haben die Bayern gemacht? Die haben verloren. Ach, wie schön das ist. Da fahren wir doch glatt mal fort und guckt euch das mal an. 10 Punkte Vorsprung. Dortmund hat verloren gegen uns. Die Bayern haben auch verloren. Und Bremen hier hat nur unentschieden gemacht. Wow. Na, das sieht doch perfekt aus. Das gefällt mir sehr gut. Das müsste eben sich da auch hier irgendwie niederschlagen. Jawohl, wir haben einen neuen Stürmer gekauft. Für 2 Millionen haben immer noch 800.000. Auch das gefällt mir. Und dann hätten wir hier gerne, zack, Kärtchen. Wir wollen es killen. Wir fahren fort. Transferfenster ist geschlossen. Das ist okay. Brauchen wir im Moment nicht. Wir gehen mal zuerst zum Team. Und schauen, wer eine Karte brauchen kann. Geschwindigkeit für Hechler ist 18. Den könnten wir hier auf 60 bringen. Quatschen ist 30. Rohrmann wäre natürlich auch was. Der würde die Karte tatsächlich auch nehmen. Aber wir skillen, glaube ich, Habermann. Der wäre hier jünger. Ich muss tatsächlich nochmal schnell gucken. 73 Potenzial. Der hat Goldpotenzial. Also ganz klar. Geschwindigkeit für Habermann. Und dann haben wir ja noch Stärke für irgendeinen Jungen. 20, 30, 16. Bringen wir den doch auf 60. Also hier von der Stärke her. Passt. Gut. Jetzt wollte ich schnell Info, Teamdaten. Wir müssen schnell gucken wegen den Verträgen. Nicht, dass hier irgendwas ausläuft. Iglesias könnten wir eigentlich auch ziehen lassen. Der ist mit 43 hier natürlich mit der Stärke Bronzen auch nicht mehr wirklich, was wir groß gebrauchen könnten. Kommen da noch teure? Geht eigentlich. Wobei hier die 590. Da hätten wir noch eine Karte. Ich würde das für den Moment lassen. Okay, gut. Dann haben wir ein Interview. Bitte was Schlaues fragen. Wie ist das Verhältnis von Siegen zu Niederlagen in Ihrer Karriere? Echt jetzt? 58 bloß? Hm. Wir verdatteln das die ganze Zeit. Nee, muss ich anders sagen. Ich verdattel das die ganze Zeit. Aber egal. So, Team. Also. Info. Köln. Wo haben wir Köln? Köln ist wahrscheinlich eher weiter hinten. Sind sie auch? Oh, die sind sogar auf Rang 17. Da droht der Abstieg. Die werden sich wehren. Das ist meistens so. Assistentenvorschlag. Ja, wir machen hier wieder den Tausch. Den üblichen. Winter Elsner. Ich möchte jetzt eigentlich den anderen Stürmer schon mal noch sehen. So, dann hat mein Telefon gebimmelt und es war keiner dran. Schön. Aber aufhören muss ich jetzt trotzdem kurz. Jetzt, wo war ich gerade? Ich wollte eigentlich den anderen Stürmer mal noch sehen. Der bräuchte eine Karte. Wir hätten Karten, aber das jetzt doch. Wir machen es mal. Ich möchte den sehen. Ich möchte wissen, wie gut der ist. So, dann werden wir ihn hier für Elsner bringen, damit der sich ein bisschen schonen kann. Jetzt hier unten wieder das übliche. Verteidigung. Moment, müssen wir hier oben schnell gucken. Jawohl, er kommt für ihn. Und dann haben wir hier noch Mittelfeld. Fresinus. Für Ehlert würde ich sagen. So, damit wir wirklich die Talente dabei haben, damit wir ordentlich wechseln können. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen. Real Heisi gegen Köln. Naja, Hulbert ist endlich mal wieder fit. Sehr schön, ich hoffe, er bleibt es auch. Jetzt werde ich aber, nee, muss ich eigentlich gar nicht, wegen Lyon. Lyon, das kommt, also das Spiel kommt in 3 Spielen. 3 Spiele haben wir, glaube ich, noch. Eine davon ist, glaube ich, sogar eine Cup-Partie. Ja, wir gehen das einfach ganz normal an. Hoffen, dass wir frühzeitig vielleicht sogar die Energie ein bisschen schonen können. Und los geht der Spaß. Jawohl, wir haben die Kugel. Winter hat die Kugel, spielt wie meistens auf dem Flügel raus. Wir rennen zur Grundlinie und jetzt rennen wir aber mal hier rein. So, das wollte ich schon lange mal. Oh lala. Ah, gehalten. War, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich sollte jetzt hier nicht wieder ins Testen reinkommen, sondern wir sollten hier eigentlich schon so spielen, dass wir eben relativ schnell ein bisschen Energie schonen können. So, damit der Energie runter können, damit da wirklich keiner irgendwie sich verletzt oder sonst irgendwas passiert oder sich gar nicht mehr erholt. Oh, das war jetzt aber mal ein Foul von uns. Da hat er gedrückt. Aber schön hat er es gemacht. Ui. Ja, der hängt, der Ball. Den holt da keiner mehr raus. Das war ein klassisches Foul von Prinz. Schau an. Prinz ist, ja, sagen wir mal, er hat faustdick hinter den Ohren.
So, laufen wir wieder ein bisschen. Ich möchte halt trotzdem, auch wenn wir jetzt hier nicht testen sollten, ein bisschen was testen möchte ich eben trotzdem. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jawohl, oh, wieder. Aber in den anderen Winkel gehämmert. Auch den Ball können Sie vergessen. Der klebt dermaßen im Netz. Den kriegen Sie nie wieder raus. Ah, guck an. Unser Neueinkauf hat zugeschlagen. Das erste Tor von McGee. Okay, Freistoß. Ja, allerdings dort, wo wir den in dem Sinne gar nicht brauchen können, weil es einfach viel zu weit weg ist. Wir können da niemals direkt zuschlagen. Ja, das scheint ein relativ einfaches Spiel zu werden. Zack, schon haben wir 3-0. Dann können wir eigentlich schon anfangen in der ersten Halbzeit mit schon. Okay, jetzt ist die Halbzeit rum. Gut, irgendjemand völlig flach, platt. Nö, passt. Lassen wir so weiterlaufen. Nee, das ist der Falsche. Ich möchte nochmal, wo haben wir denn die Jungen? Spielt der sogar? Nein. Wo ist denn der andere? Nee. Na, ist ja egal. Haben wir den gar nicht mitgenommen? Ich wollte nämlich noch gucken, dass wir einem noch Einsätze geben können. Der möchte den Verein wechseln. Der ist unzufrieden, der Kollege. Mit 17. Aber das ist sehr ohne Goldpotenzial. Ich habe im Prinzip eine falsche mitgenommen. Aber ich gucke mir das auch nicht so genau an, dass ich da jedes Mal gucke, welcher Torwart noch mitgenommen wird. Weil wenn der halt nicht mitgenommen wird, der andere, dann hat das einen Grund. Hat er weniger Energie. Die kann er wieder sammeln, wenn er zu Hause bleibt. Gut, das lassen wir so. Ich lasse die Spielleistung mal noch bis zur 60. so weiterlaufen. Nein, ich möchte die Spielleistung jetzt runtersenken. Absenken. So, jetzt geht es hier runter. Und hier spielen wir mal auf Konter. Oh, da kommen schon die Kölner. Ah, Prinz hat geklärt. Machen wir schnell die Taktik hier. Wellmann und Efforts sind im Eimer. Mittelfeld links zentral. Ich werde hier mal Schubert reinnehmen. Und hier unten haben wir noch einen Verteidiger. Dann nehmen wir den hier. So, schön, wenn man so ein breites Kader hat. Okay, und? Zack, hier nochmal runter. 3-0. Wir haben einfach kein Tor mehr geschossen. Mussten wir aber auch nicht. Unsere Schüsse waren treffsicher, Abwehr gut. Prinz war bombastisch. Das lese ich natürlich gerne. So, was haben die anderen gemacht? Oh, Dortmund hat gewonnen. Wie unschön. Die Bayern haben verloren. Wie schön. Wie sieht das hier aus? 10 Punkte. Ja, jetzt hat sich Dortmund wieder ein bisschen an den Bayern vorbeigeschoben. Und die haben sogar 3 Punkte Vorsprung. Weil Bayern tatsächlich 2 Spiele in Folge verloren hat. Ja, das sollte man natürlich nicht. Wenn man denn den Meistertitel anvisiert. Ja, 10 Punkte Vorsprung. 22 Spiele, 12 Spieltage Verschluss. Das sieht eigentlich wirklich auch wieder vielversprechend aus. Hier gibt es nochmal Geld. Sind wir schon wieder bei 900.000. Und hier... Ach, ich nehme doch nochmal so eine Karte. Wir haben so viele junge Ballführung. Okay, oh. Die Scout-Einrichtung ist fertig. Und die Ziele sind fertig. Wir haben eigentlich alles erfüllt, genau. Ui, guck mal, was da schon wieder an Geld reinkommt. Und dann haben wir wieder Kärtchen, Kabine, Energie. Nochmal Kabine, kann man natürlich auch gut gebrauchen. Wir haben noch einige Champions-League-Spiele. Hoffe ich zumindest. Dafür müssen wir jetzt erstmal Leo dann aus dem Weg schaffen. Gewinne 3 Tore. Erzielen in den nächsten 5 Spielen 4 Siege. Okay, gewinne das Spiel gegen Ingolstadt. Alles realistische Ziele soweit. Ja, das wissen wir, das mit Iglesias. Ich würde das... Wisst ihr was, das verlängern wir schnell. Wo ist Iglesias, Kollege? Iglesias, where are you? Na, gut versteckt. Hier ist er doch. So, machen wir, weil das kostet auch nicht so viel. Ach, er möchte gar nicht. Ach, sind wir ein bisschen eine Diva? Ach, okay. Ja, wenn wir nicht wollen, okay, dann eben nicht. Verkaufen tue ich ihn trotzdem noch nicht. Wir könnten jetzt natürlich mit ihm reden. Wir haben Karten, aber ich möchte die Treffen hier nicht für Iglesias verschwenden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der wird keine tragende Rolle spielen in der künftigen Planung. Das ist schon mal abzusehen. Ein Dilemma haben wir noch. 2 Karten gäbe es hier. Hier gäbe es eine Beziehungsverbesserung. Ja, haben wir nicht nötig. Bei 82%, das ist der Vorstand. Dann würde ich die beiden Karten gerne nehmen. Da gibt es noch Scout und Physio. Sauber. Können wir zu den Mitarbeitern. Physio haben wir hier unten. Der kommt auf 60. Und der Scout, wo ist der? Der ist hier unten. Der kommt immerhin auf 58. Wo wir gerade Karten verteilen, würde ich sagen, machen wir mal fröhlich weiter, weil wir haben hier wieder eine. Die Ballführung.
Zum Beispiel für Habermann. Das wäre doch was für ihn. Er ist ja eh gerade am Pausieren, weil das ist unser Goldjunge. So, 66. Da, 79 hat er als Potenzial. Sehr gut, dann wird das wahrscheinlich der erste goldene Torwart, den wir haben. Aber man darf aber nicht vergessen, wir müssen auf 75 kommen, um golden zu werden. Das sind noch 9 Karten. 9 Karten nur für ihn. Das wird sich auf 2 Saisons verteilen wahrscheinlich. Mindestens. So, ein Tipp. Eine gute Beziehung zu einem Sponsor sorgt für ein besseres Angebot, wenn ein Sponsorenvertrag verlängert werden muss. Okay, wir haben glaube ich noch keinen verlängert, wir haben immer den neuen Sponsor gefunden. Aber wenn die bezahlen, dann ist das ja eigentlich auch egal. Ist ja auch gut, es geht ja nicht eh nur darum, wer da wie viel zahlt, weil ob das nun Kollege Dingens ist oder Kollege Anderdingens, das ist eigentlich wirklich egal. Hauptsache sie bezahlen, damit das hier oben gut aussieht, damit wir eben arbeiten können. Gut, liebe Freunde, das nächste Spiel machen wir in der nächsten Folge, da gucken wir, wer es ist und jetzt geht's langsam Richtung Lyon, Richtung Champions League Achtelfinale. Ich bin gespannt. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!